So, und da bin ich auch schon wieder. Es geht direkt weiter zu Burrows Leuchtturm. Licht am Ende des Tunnels. Alles klar. Okay. Keine Rune, Überraschung. Hat den Fahrstuhl natürlich nicht gehört hier. Scheiße, hab ich doch hier aufs Maul bekommen. Beide enthauptet. Geile Sache. So, da ich nur noch so wenig... Alter, ich glaube, den Admiral kill ich mit explosiv geschossen. Oh ja, das wird schön. Oh, sehr gut. Burrows Leuchtturm, alter Schwede. Okay. Es gibt einen Weg. So, bewegen wir uns doch mal hier oben entlang. Nein! Was sollte denn das jetzt? All die Dinge, die wir getan haben, feige Taten, derer ich mich schäme. Wie könnten sie uns jemals vergeben? Würden sie es, wenn die Lage besser wäre? Nein, so laufen die Dinge nicht, wenn sich einmal die Bürokratie eingeschaltet hat. Aha. Es wird kompliziert. Wenn es jemand erfährt, verlieren wir alle unseren Kopf. Niemand darf es erfahren. Könnten wir Emily kontrollieren, wenn Corvo dabei ist? Diese Frage werde ich nicht los. Zeit für unseren letzten Zug. Der muss sitzen. Keine offenen Fragen. Nur wenige Mitwisser. Die, die am meisten zu verlieren haben. Ach, klar. Havelocks Tagebuch. 7. Eintrag. Alter Schwede, ist das viel. Da muss man aber von unten anfangen, oder? 1. Eintrag. Okay. Es ist einige Tage her, seit unsere Männer losgeschickt wurden, um Waffen für Corvo in der alten Kanalisation zu hinterlegen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Darum bleibt mir nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass sie die Pakete an ihren Bestimmungsort bringen könnten. Piero hat viel Zeit und Mittel darauf verwendet, diese Waffen herzustellen. Wenn ich einen Weg finden könnte, sie in größeren Mengen zu produzieren, wäre Dunwalls Marine und die bei weitem größte Macht auf der ganzen Welt. Doch zurück zu Corvo. Wird es ihm gelingen, aus Coldridge auszubrechen? Und falls ja, wird er bis hierher kommen? Ich denke, seine Chancen stehen 1:5. Hm. Nicht für mich. Nun, es scheint, dass wir mit Corvo in den richtigen Mann investiert haben. Er konnte nicht nur Martin aus dem Büro des Oberaufsehers befreien, sondern drang auch noch in das Nest dieser Schlange ein und erledigte Campbell persönlich. Mit Corvo auf unserer Seite gibt es niemanden auf der Welt, der für uns sicher ist. Wir müssen diesen eingeschlagenen Weg jetzt weitergehen. Es gibt kein Zurück mehr. Pendleton war bereit weiterzugehen, als ich dachte. Er opferte der Sache sein eigenes Fleisch und Blut. Und ich sehe, dass er dem Kaiserreich gegenüber wahrhaftig loyal ist. Hätte ich ähnlich gehandelt, wenn mein Bruder noch lebte? Vermutlich ja, ohne Zweifel. Zum Heil Dunwalls müssen viele unschuldige Opfer gebracht werden. Jeder loyale Wachmann, der Corvus Klinge zum Opfer fällt, gibt
sein Leben für das Kaiserreich. Er kehrt mit Anton Solokov über der Schulter zurück. Einfach unglaublich. Corvo ist nicht nur in der Lage, tödliche Gewalt auszuüben, sondern ihm ist jetzt sogar eine Befreiung gelungen, die ich nicht für möglich gehalten habe. Und schon bald werden die beiden größten Genies des Kaiserreiches hier sein, vereint. Wenn es mir gelingt, diese beiden Rivalen zur Zusammenarbeit zu bewegen, könnten sie Waffen und Dinge und andere Dinge von unvorstellbarer Macht entwickeln. Wenn ich sie beide kontrolliere, nun, ich werde abwarten und beobachten, wie sie miteinander auskommen, wenn ich weiter darüber nachdenke. Bevor ich weiter darüber nachdenke. Teach Martin ist jetzt Oberaufseher, ist ein intelligenter Mann und seine Ideen haben uns schon weit gebracht. Wenn man seine Herkunft bedenkt, kann er höchst zufrieden mit sich sein. Jetzt steht fest, dass die Aufseher unsere Forderungen unterstützen werden. Welche das auch immer sein mögen. Nur noch ein Mann steht jetzt zwischen uns und der vollständigen Kontrolle über das Kaiserreich. Der Lord Regent wird schon bald der scheußlichen Maske Corvus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Da hege ich keine Zweifel. Aber wie geht es dann weiter? Nichts ist sicher, bis wir unser Ziel erreicht haben und die Krönung erfolgt ist. Der Dunwill Tower hat seine eigenen Gesetze. Ich wage nicht vorherzusagen, was passieren könnte, wenn wir zu früh kommen. Die nächsten Schritte müssen mit größter Vorsicht erfolgen. Die Ereignisse beginnen sich zu überschlagen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ohne Corvo hätten wir es nicht geschafft und dafür bin ich ihm dankbar. Aber ich fürchte, er teilt nicht unsere Vision von Dunwells Zukunft. Mit einem Mädchen am Steuerruder der Politik werden wir in unserem Sinne über Dunwell herrschen können. Und ich habe das Gefühl, dass Corvos Loyalität gegenüber den Corvin-Frauen seinen Verstand benebelt. Ist sie wirklich seine Tochter? Wir werden dann wohl zum Höhepunkt seiner Macht führen. Doch die Rolle, die Corvo dabei spielt, darf niemals bekannt werden. Er muss verunglimpft werden. Und wenn ich dann die Herrschaft über die Stadt an mich reiße, werde ich es sein, der als Held und Schutzherr angesehen wird. Ah, dann ist Emily also Corvos Tochter. Eventuell. Eventuell. Hier geht's auch nur hoch, ne? Ja. Oh, was konnte man denn hier noch machen? Da komme ich nicht durch. Hä? So, jetzt in aller Ruhe. Och Mann. Oh, ich kann nicht. Ich kann gar nicht auf den schießen. Bruder Corvo, Sie hatten Ihre Chance, ein Held zu sein. In Minute wird das hier nur ein weiteres blutiges Chaos sein, das Sie zurücklassen. Wollen Sie Ihre Ehre wiederherstellen? Eine Dame in Not retten? Oh nein, Corvo, so sind sie nicht. Fuck! Das ist jetzt scheiße irgendwie gewesen. Alter, jetzt ist sie nicht ernsthaft tot, ne? Och, fick dich! Das Ende. Oh, nö. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Corvo. Aber ich habe mich prächtig unterhalten. Intrigen und Geheimnisse, Metzeleien und Betrügereien, der Todeskampf eines Kaiserreichs. Und du warst ein Rachegeist, der überall Chaos verbreitet hat. Die Stadt geht an sich selbst zugrunde. Lügner, Kaufleute und Edelleute, die sich von ihr ernähren wie die Würmer. Bald wird nichts mehr für die Ratten übrig sein. Aber das macht nichts. Das Kaiserreich lag bereits im Sterben, durch und durch verrottet. Alles, was fehlte, war der richtige Mann, der ihm den letzten Stoß gab.
Aber du verschwindest Richtung Horizont an Bord eines auslaufenden Schiffes. Ich frage mich, jagst du etwas nach oder läufst du davon? Boah, fuck, ey. Scheiße, ist Emily doch noch gestorben. Ich wollte sie eigentlich retten. Egal, das mache ich nochmal neu. Jedenfalls war das Let's Play des Ornard und ich lasse das Ende jetzt auch so, weil ich habe es jetzt so durchgespielt und ich habe gezögert am Ende. Vielleicht hätte ich einfach drauf zulaufen sollen und ihn mit dem Messer schön den Kopf abhacken sollen oder so. Ist blöd gelaufen, mein Fehler. Aber so ist jetzt nun mal das Ende entschieden. Vielleicht hätte ich Emily auch retten können. Ich werde es auf jeden Fall noch ein zweites Mal durchspielen und das ausprobieren. Ja, also das Spiel an sich war richtig geil. Ich hatte selten so ein geniales Spiel gespielt. Die Assassinen-Elemente waren richtig cool inszeniert. Auch Köpfe abhacken und so. Uncut hat natürlich auch was den Teil dazu getragen. Und auch mit Schleichen und Metzeln, gut, ich habe fast nur gemetzelt gegen Ende. Gegen Anfang habe ich ja noch versucht, ein bisschen so zu schleichen und sowas, ist nichts draus geworden. Naja, werde ich vielleicht beim zweiten Spieldurchlauf mal machen. Es gibt ja auch Trophäen dafür, dass man einen perfekten Spieldurchlauf macht, halt ohne entdeckt zu werden, ohne einen Gegner zu eliminieren, außer die Ziele. Ja, und deshalb würde ich sagen, das war's von meiner Seite. Der Abspann bleibt wie immer mit drin. Und viel Spaß bei meinen anderen Projekten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.
uns alle. Ich hätte dich auf deinem Thron beraten können, aber nun, Altkorb, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich habe immer gewusst, dass du kommst. Du bist mein Held. Die anderen sind alle tot, oder? Ist in Ordnung. Ich hätte eh alle hinrichten lassen. Ich werde die Kaiserin sein. Was wird in den Geschichtsbüchern stehen? Dass die Tochter einer ermordeten Kaiserin über einen Berg von Leichen ihren Thron besteigt, getragen von einem Attentäter namens Corvo? Nein. Sie werden berichten, dass Emily Caldwin die Erste in einer Zeit des Schreckens und der Korruption an die Macht kam und dass sie in einer Welt ihr Bestes tat, die weder gut zu kleinen Mädchen noch zu Kaiserinnen ist. Aber ob die Geschichten dich beim Namen nennen oder nicht, sie wird sich an dich erinnern, Corvo. Oh, long before all of the big and the small.